Ich würde sagen, ich habe Depressionen. Ich hatte auch so eine Phase, wo es mir über einen längeren Zeitraum irgendwie nicht mehr so gut ging. Mein Ex-Freund war depressiv, der hat auch starke Antidepressiva bekommen. Ich denke bei Depressionen immer direkt an so eine ganz grundlegend sitzende Traurigkeit. Harry Potter hat mir dann quasi das Leben gerettet. Heute heftiges Thema bei Bubbles: Depressionen. Ja, woran merkt ihr, dass ihr depressiv seid oder auch, dass ein Freund von euch betroffen ist? Und was könnt ihr tun, um euch oder eben eurem Freund auch zu helfen? Ich habe mir über total abgefuckte Sachen irgendwie Gedanken gemacht. Zu welchem Hochhaus hätte ich Zugang, dass ich runterspringen könnte? Das ist eine Kraftlosigkeit und so eine generelle Müdigkeit gegenüber dem Leben. Mein Ex-Freund, der war auch einfach total traurig, hat sich einsam gefühlt. Ich habe es, glaube ich, schon seit ich 12 bin. Und den Peak hatte ich, als ich 18 war. Ich kann es nachlesen in meinem Tagebuch, dass da stand, ich will nicht mehr leben. Puh. Depressive Symptome, die vorübergehend sind, sind auch Teil der normalen Entwicklung. Also viele Jugendliche haben das. Sollte es aber über einen längeren Zeitraum sein, dann solltet ihr auf jeden Fall Hilfe aufsuchen. Dass man mal keinen Bock hat, so, das ist, glaube ich, normal. Das hat jeder mal. Aber bei mir war es wirklich an so einem Punkt, dass ich mich irgendwann gefragt habe, warum? Ob man wirklich Depressionen hat, das muss letztendlich ein Spezialist, also ein Psychotherapeut, diagnostizieren. Das Problem ist, depressive Leute tun alles dafür, dass es nicht erkannt wird. Sie möchten gerne ein normal funktionierender Mensch in der Gesellschaft sein. Deswegen schauspielern sie oft, dass sie glücklich sind, aber gehen dann nach Hause und denken, ja, ich will mich töten. Gerade bei Jugendlichen gibt es ein bisschen spezielle Hinweise, wie Leistungsabfall in der Schule, Schlafstörungen. Sie nehmen häufig viel ab, ziehen sich sozial zurück oder suchen sich einen anderen Freundeskreis, hören auf mit ihren Hobbys. Ganz oft hat es ja mit der Pubertät zu tun, dass man verschiedene Emotionen hat und die sind einfach stärker. Identitätskrise und ich habe mir die Haare kurz geschoren und wollte kein Mädchen mehr sein. Da habe ich mich dann schon sehr unwohl gefühlt in der Welt, weil damals es auch nicht das Internet gab und man irgendwie über Gefühle sprechen konnte. Oft ist aber irgendwie ein Auslöser dafür meistens der Fall, dass man dann eben die Lebenslust an irgendwas verliert. Sowas kann einfach mal so getriggert werden durch irgendein schlimmes Ereignis und dann kommt sowas erstmal vielleicht raus. Die Trennung meiner Eltern und Scheidung und generell einfach alles Mögliche, viele kleine Tropfen, die das fast zum Überlaufen gebracht haben. Dann war ich wirklich am Ende und wollte mich umbringen. Depressionen können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Du kannst eine genetische Veranlagung dazu haben, du kannst irgendwelche neurologischen oder hormonellen Störungen haben. Es müssen keine psychischen Ursachen sein, weshalb du eine Depression entwickelst. Solltest du denken, dass du eine Depression hast oder irgendein Bekannter von dir, müsst ihr wissen, die geht nicht von alleine weg. Ihr müsst auf jeden Fall handeln und was dagegen tun. Ich glaube, der beste Tipp ist einfach wirklich, für die Person da sein, die Person so weit wie es geht zu unterstützen. Manchmal ist es wirklich einfach nur so, dass man, glaube ich, jemanden zum Zuhören braucht, dem man alles Mögliche irgendwie erzählen kann. Und auch, believe me, einen Freund zu haben, der einen nicht verurteilt. Ja, für eine Person da zu sein, ist auf jeden Fall gut. Anbieten, für sie da zu sein, aber sich nicht aufdrängen. Aber wenn es wirklich, wirklich ein ernsterer Fall ist, führt eigentlich kein Weg um eine professionelle Hilfe drumherum. Ich habe mir dann tatsächlich Hilfe gesucht. Klar, am Anfang ist es schon schwierig, auch mit sich selber das irgendwie auszumachen. Hä, willst du jetzt eine Therapie machen? Irgendwie ist es schon ein seltsames Gefühl. Ich habe gedacht so, entweder ich verschwende jetzt noch mehr Wochen damit, dass es mir schlecht geht, oder ich kneif jetzt meine Arschbacken zusammen und gehe halt zu der Therapie. Meine Freunde haben das tatsächlich damals mit mir gemacht. Es gab irgendwie so eine Art Jugendtherapie-Tante. Sie meinten dann jedenfalls, hey, wir haben mal einen Termin gemacht, dann und dann, und möchtest du nicht mal mitkommen? Das ist genau der richtige erste Schritt. Also jemanden zu ermutigen, sich Hilfe zu suchen, ist perfekt. Plötzlich ist alles aus mir rausgekommen. Ich habe plötzlich alles erzählt, wo dann meine beste Freundin auch so meinte, das hast du mir nie erzählt. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Wenn ihr so eine Behandlung macht, könnt ihr danach auf jeden Fall ein ganz normales Leben führen. Mein Ex-Freund beispielsweise, wenn er Therapie hatte, habe ich das halt immer sehr ernst genommen. Mir war wichtig, dass er hingegangen ist, dass er was unternommen hat, auch wenn das sehr, sehr schwierig war, das manchmal zu machen, weil er oft keine Lust hatte und ich ihn oft auch nicht dazu animieren konnte, was zu unternehmen. Aber auf jeden Fall habe ich mir sehr große Mühe gegeben. Es musste ein radikaler Bruch in meinem Leben passieren, dass ich mich dann nicht umgebracht habe. Ich würde jedem empfehlen, dass man vielleicht seine Umgebung ändert, dass man umzieht, auszieht, wenn es irgendwie möglich ist. Das abgehalten hat mich tatsächlich Harry Potter lesen und ich wollte halt wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und heutzutage sind es eben YouTube-Videos und das ist verdammt cool. Ist noch was offen geblieben oder liegt euch irgendwas auf dem Herzen? Dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, und wenn es euch zu privat ist, dann schreibt uns auch gerne an bubbles@funk.net. Und abonniert uns auf jeden Fall, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und guckt, wo ich heute bin. Vor einem Greenscreen. Oh, man kann alles Mögliche einfügen.